Weil Herbert Kickl, das wissen Sie, ist ja nur 95 cm etwa. Ja. Er ist das kleinste Mitglied der Bundesregierung. Klein, guter Mann. Aber, guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Ein Philosoph. Ja, ja, ja. Das Problem ist nur, dass man diesen Größenunterschied natürlich manchmal sieht, wenn er zum Beispiel, wie bei der Angelobung, direkt ja, neben Heinz Fassmann steht. Das sind Bilder, die will man gar nicht sehen. Ja, das ist natürlich. Aber mein Gott. Ja, das ist hier. Das ist alles, es ist gut. Herbert Kickl, es kommt ja jetzt immer mehr Privates an die Öffentlichkeit, seitdem er Innenminister ist. Von Herbert Kickl wollte bei der Schweizer Garde mitmachen. Ich weiß, ja, guter ja? Mann. Ja, guter Mann. Ja. Aber dafür muss man Schweizer sein. Ja, ja, ja? Leider. Und Herbert Kickl wird auch noch andere Aufnahmekriterien für die Schweizer Garde nicht erfüllen. Ein Schweizer Gardist muss unter anderem zwischen 19 und 30 Jahren alt sein, unverheiratet und mindestens 74 cm groß. Tja. Das geht sich nicht aus. Wir alle kennen Bilder, die einem sehr ans Herz gehen. Oder Bilder, die das Herz tatsächlich zerreißen. Bilder, die einem an die Nieren gehen, die man ein Leben lang nicht vergisst, medial vermittelt. Was fällt mir ein zum Beispiel? Der Eisbär Knut, wenn Sie sich noch erinnern. Ja, gibt's nichts zu lachen. Knut. Oder die Hochzeitsbilder von Kate und William. Oh ja. Ja, das sind elektrisierende Bilder, oder? Und jetzt ist wieder so ein Bild aufgetaucht, das alt und jung gleichermaßen begeistert. Ein Bild, das nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Dieses Bild hier. Ja, unser Innenminister Herbert Kickl, Doktor Herbert Kickl, auf dem Rücken eines Pferdes. Ist das nicht süß? Oder? Das letzte Mal, als er so gestrahlt hat, war, als die Familie Kitaev nach Tschetschenien abgeschoben worden ist, oder? Nein, aber das hat doch wirklich, das schaut aus wie nach der Erstkommunion im Prater, oder? Das ist natürlich die Stunde der Journalisten. Da, ja. Da musst du dann, wenn du eine Frage hast und der Innenminister ja. steht vor dir. Na, er sitzt, also er nein, sieht er steht, so aus, als würde er sitzen. Ja, ja er aber, steht vor dir. Ja. Der Innenminister steht vor ja. dir. Dann musst du natürlich als Journalist funktionieren. Du musst am Punkt sein. Dann ist natürlich, da muss in der Frage, da muss Formulierungswucht sein ja. und Präzision. Und das ist dem Kollegen gelungen. Eine Frage noch an den Herrn Minister. Wie schaut das aus? Entschuldigen Sie. Ja, das fand ich schon arrogant, dass Herbert Kickl, unser Innenminister, nicht mal auf die sehr einfache Frage, wie schaut's aus, geantwortet hat. Ja, ja, das stimmt, ja. Oder? Das gehört sich eigentlich nicht, weil er ist Volksvertreter. Ja, ja. Ja, er muss es aber ja, vielleicht, hat er schon im Kopf gehabt, den Staatsbesuch von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, der heute in Österreich ist. Ja, ist hoher toll. Staatsbesuch. Mhm. Wladimir Putin ist in Österreich. Ja? Mhm. Und das muss man dem vielgescholtenen Putin hoch anrechnen, dass er trotz des Zeitmangels daran gedacht hat, dem lieben Herbert Kickl ein Geschenk zu machen, und zwar ein neues Pferd. Ja. Ja, mit einer kleinen Leiter wird er auch draufkommen, Herbert Kickl. Darf ich es nochmal sehen? Sympathieträger ist es keins, das Pferd, oder?